Glaubst du an den Weihnachtsmann? Oder anders gefragt, was hat der Weihnachtsmann mit dir als Immobilienmakler zu tun? Wir uns das mal genau anschauen, der Weihnachtsmann, weil der Selbstständige, der Solopreneur, ja, der Einzelkämpfer, der daran glaubt, dass er ohne Mitarbeiter ein Business aufbauen kann, der glaubt eigentlich noch an den Weihnachtsmann, den Osterhasen oder die Zahnfee. Und ich will dir erklären, warum ich das so wirklich so krass oder so hart sage. Schau, wenn man sich die ganzen Arbeiten, und zwar nur mal im Bereich Akquise, Einkauf und Verkauf. Akquise ist klar, wir wollen Leads haben, um bei Verkäufern Aufträge zu machen. Einkauf ist dazu da, um neue Objekte wirklich reinzuholen, also Alleinaufträge mit verkaufbaren Immobilien abzuschließen. Und Verkauf ist die versprochene Leistung an den Verkäufer. Und wenn ich mir jeden einzelnen Bereich im Detail einmal anschaue, ob das Akquise ist, Marketingaktivitäten, die ganze Werbung, Direktmarketing, gesamte Kundenakquisition, ist das alleine schon ein Vollzeitjob für sich. Wenn ich dann in den Einkauf reinschaue, Einkaufsgespräch, ein, zwei Stopp-Strategie, wir setzen immer auf eine Zwei-Stopp-Strategie plus professionelle Immobilienbewertung. Und alleine da machen schon so viele Immobilienmakler so Pi mal Daumen und keine professionelle Bewertung. Ist aber ein wichtiger Teil des Einkaufs. Gerade noch eine Immobilienmaklerin, die Kundin von mir ist, mit der ich gestern gesprochen habe, der ich so ein paar Tipps gegeben habe, wie sie das genau machen kann, ist übrigens auch Inhalt in meinem Coaching, wie das genau funktioniert, wie man das wirklich auf höchstem Level professionell macht. Und kriege gerade eben eine WhatsApp-Nachricht und sagt, hey Heinz, es hat super funktioniert, ich habe ein bisschen Bammel gehabt, aber das Mehrfamilienhaus, der Kunde war total begeistert. Und die Preisvorstellung, die der Verkäufer hatte, war dann doch nicht so in Stein gemeißelt, weil er mit den Daten, mit den ganzen vielfältigen Informationen, die ich ihm aus dem Coaching heraus liefern konnte, also die Vorgehensweise, das System liefern konnte, da war er in voller Übereinstimmung, fand das total toll und das ist schon ziemlich cool. Aber das braucht wirklich auch Zeit. Das braucht Engagement. Das braucht Genauigkeit. Und Genauigkeit hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern eben mit Genauigkeit. Schauen wir uns den Verkauf, der eigentlich wichtige Teil der ganzen Arbeit, nämlich die Lieferung für den Verkäufer, ist eine mordsmäßige Arbeit, wenn man eben nicht der Makler sein will, der die Tür aufschließt und dann auf dem schnellen Weg eine dicke Provisionsrechnung stellen will. Und wenn man das wirklich professionell umsetzen möchte, dann kann man nicht einfach irgendetwas weglassen, weil das ist ja wie tolles Musikstück, ein gutes Arrangement, ja, was man da aufbaut. Und da gehören alle Bestandteile mit dazu. Alles baut aufeinander auf und ist letztendlich ein Gesamtprodukt, was man da abliefert. Ja? Also eine tolle Dienstleistung mit allem, was dazu gehört. Und was hat das jetzt mit dem Weihnachtsmann zu tun? Das kann ich dir sagen. Denn wenn du nämlich mal ganz genau den Weihnachtsmann dir anschaust und auch mal vielleicht einen Weihnachtsfilm gesehen hast, dann müsste dir klar sein, dass der Weihnachtsmann eigentlich nur der coole Onkel mit dem weißen Bart ist, der am Ende des Tages das Lob kassiert, aber die eigentliche Arbeit, die ganzen Kobolde im Hintergrund machen, die die Geschenke verpacken und so weiter und so fort. Ja, hier gibt es zum Beispiel einen tollen Film, ich glaube mit Tom Hanks, irgendwie Express oder sowas heißt der. Und ich glaube, der Weihnachtsexpress oder irgend sowas in der Art. Und da kann man das total cool sehen, was da im Hintergrund ist. Ja? Ist ein witziges Beispiel, aber der Weihnachtsmann ist der Unternehmer. Ja? Der Weihnachtsmann ist derjenige, der ganz, 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 ganz viele Helferleins im Hintergrund hat, die die Arbeit machen. Und er ist da mit seinen Rentieren unterwegs und wirft die Geschenke ab. Ja? Also alles andere ist ein Märchen. Und der Selbstständige, der glaubt, dass er die Arbeit
alle wirklich selber machen kann und qualitativ hochwertig selber machen kann, der glaubt eigentlich wirklich noch an den Weihnachtsmann. Und wenn du selber dich nicht traust oder einfach Einzelkämpfer bist, dann hat das meistens noch ganz andere Gründe, nämlich eben Hindernisse und Barrieren, die im Kopf meist entstehen, warum man eben keine Mitarbeiter einstellt. Ich kann dir nur eine Sache sagen und auch als Botschaft mitgeben: Hör auf, an den Weihnachtsmann, die Zahnfee oder den Osterhasen zu glauben und fang endlich an, wirklich ein Unternehmen aufzubauen, weil du ansonsten nämlich nur einen Job hast. Nicht mehr und nicht weniger, du hast nur einen Job und du bist noch nicht mal der Weihnachtsmann. Lass mir gerne einen Kommentar da, warum du vielleicht als Einzelkämpfer bis jetzt keine Mitarbeiter eingestellt hast. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, vor allen Dingen ein Abo, damit du kein zukünftiges Video verpasst. Und folg mir gerne auf den sozialen Medien, Facebook, TikTok, Instagram und LinkedIn und wo sonst immer noch. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin, ciao.